heute in der Sendung, wie Sie bei technologischem Fortschritt mithalten können. Wir haben das Pixel-Labor besucht. Außerdem ruhiges Einkaufen. Ein Supermarkt in Neustadt führt die stille Stunde ein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem Magazin für Hannover und die Region. Dass das Internet für uns alle Neuland ist, meinte bereits unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Trotz rasantem Fortschritt gibt es unter uns Menschen, die sich mit der Verwendung von moderner Technik schwer tun. Wie kann in solchen Fällen geholfen werden? Mein Kollege Elias Böhm war für Sie im Pixel-Labor Hannover. Eine E-Mail verfassen, Instagram und WhatsApp benutzen. Für die meisten ist das wahrscheinlich keine schwere Aufgabe. Doch wie sieht es mit den Menschen aus, die sich noch nicht im Internet und mit Technik zurechtfinden? In unserer digitalisierten Gesellschaft versuchen dabei Projekte wie das Pixel-Labor in Hannovers Nordstadt, jedem den Umgang mit Technik näher zu bringen. Also die Idee vom Pixel-Labor ist, dass alle Menschen, gleich welchen Alters, welcher Nationalität, mit welchen Vorkenntnissen, alle Menschen können hier zu uns kommen und dann lernen, sich üben und ausprobieren, wie man mit den digitalen Medien, mit der neuen Technik umgeht. Seit einem Jahr bietet das Pixel-Labor Hilfe für alle an. Dennoch sind es meist ältere Menschen, die die Hilfe in der digitalen Welt benötigen. Es gibt ja im Alltag ganz viele Bedürfnisse und auch Bedarfe, gerade von älteren Menschen, Dinge mit dem Internet, mit dem Smartphone, mit dem PC zu erledigen. Egal ob Bankgeschäfte, es wird alles immer mehr und schlussendlich gibt es auch viele helfende Dinge, wie zum Beispiel ein Routenbeschreiber, ob Aufzüge funktionieren, alles, was ältere Menschen auch sehr, sehr gut gebrauchen könnten, was den Alltag erleichtern würden und viele Sachen auch, die irgendwann gar nicht mehr ohne gehen. Und deswegen möchten wir gerade auch älteren Menschen ein bisschen die Hemmnisse und ein bisschen die Angst auch nehmen und freuen uns sehr, wenn das gelingen würde. Einige der BesucherInnen können bereits neue Erkenntnisse durch das Pixel-Labor vermerken, auch wenn sie nicht von Null starten. Also das heißt, ich benutze zwar ganz viel WhatsApp, aber habe einige Anwendungen kennengelernt oder Sicherheitsanwendungen, die ich vorher noch nicht kannte. Also wie man eine Gruppe, das habe ich in WhatsApp noch nicht gemacht, wie man eine Gruppe bildet und Termine über WhatsApp koordiniert. Besonders am Pixel-Labor? Geholfen wird hier nur durch Ehrenamtliche. Also der Kern vom Pixel-Labor ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung ein Angebot schaffen für Menschen mit und ohne Behinderung. Und es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, Menschen, die Bezüge bekommen, alle gleichwertig mit einem festen Gehalt einzustellen. Deshalb brauchten wir eine Lösung und haben uns überlegt, dass das Ganze über ein Ehrenamt läuft. Das heißt, alle Menschen, die uns unterstützen, egal ob mit oder ohne Behinderung, die sind als Ehrenamtlerinnen oder ÜbungsleiterInnen bei uns eingestellt. Genau, und die unterstützen uns im Alltag. Es ist so, dass auf Schulungen kommen Menschen mit Behinderung mit. Das machen wir im besten Fall als Tandem, dass ein pädagogischer Mitarbeiter und ein Mensch mit Behinderung hinfährt und beschult und hier auch im offenen Betrieb immer ein Mensch mit Behinderung anzutreffen ist. In schnelllebigen Zeiten wie diesen zeigen uns vor allem Projekte wie das Pixel-Labor, dass der Umgang mit Technik nicht immer so schwer ist, wie es anfangs erscheint. Und fördert dabei digitale Teilhabe für jeden. D23, so heißt eine neue Ausstellung im Sprengelmuseum Hannover. Diese stammt vom Bildhauer und Professor für Skulptur Thomas Rentmeister. Was es dort zu sehen gibt, das weiß mein Kollege Daniel Rebmann. Kunst ist, was man selber daraus macht, würde ich mal sagen. Also 50%, was der Künstler darstellt und 50%, was dann der Rezipient in seinem Kopf so daraus interpretiert. Der Bildhauer Thomas Rentmeister stellt zwei große Installationen im Sprengelmuseum aus. Seine Ausstellung mit dem Titel D23 wird veranstaltet im Rahmen der Ehrung seiner künstlerischen Tätigkeit. Die Stiftung Niedersachsen würdigt den weltbekannten Künstler mit einer Darstellung seiner Werke und seinem Wirken im Buchformat. Bei D23 spielt Rentmeister auf sein Elternhaus im nordrhein-westfälischen Recken an. Dieses liegt in der Dorfstraße 23. Die Idee für die Ausstellung kam dem Braunschweiger Hochschulprofessor durch den Umzug seiner Mutter aus dem Elternhaus in ein Pflegewohnhaus. Den Vorgang der Auflösung des Hausstands nimmt er zum Anlass, sich mit seiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Er verarbeitet Gegenstände aus dem Haus zu den Installationen der Ausstellung. Dadurch schafft er ein vielschichtiges Bild
mit dem sich der die Besucherin auf eigene Art auseinandersetzen kann. Ich habe schon eine konkrete Intuition gehabt, weil wir haben einen Trauerfall in der Familie und von daher war das ein einerseits trauriger, aber gleichzeitig auch zufälliger Zeitpunkt, wo das genau gepasst hat. Und deswegen war ich sehr gespannt, mir gerade diese Ausstellung hier anzugucken, um zu sehen, was er mit dem Nachlass seiner Mutter gemacht hat, weil, wie gesagt, einen ähnlichen Fall haben wir gerade im Familienkreis. Professor Rentmeister nutzt Dinge aus dem aufgelösten Haushalt, persönliche Gegenstände, frühe Werke und Teile, die auf andere Werke in anderen Ausstellungen hinweisen. Dadurch ergibt sich eine Komposition, welche den Künstler im Umgang mit seiner Vergangenheit beschreibt. Der Künstler hat 3 Wochen lang in den Räumen des Sprengel-Museums nur mit einer Assistentin und ohne andere AufbauhelferInnen die Installationen geschaffen. Es ist nicht geplant, alle Teile der Installationen zu behalten, was die Vergänglichkeit und einen künstlerischen Prozess mehr hervorhebt. Die Kombination all der Effekte und Eindrücke macht die Ausstellung interessant für LiebhaberInnen des Modernen und Abstrakten, wie auch für Neugierige, denen das Genre fremd ist. Well, I'm a graphic design student. Ich bin ein Grafikdesign-Student und ich nehme es als einen sehr wichtigen Teil meiner Bildung wahr, dass ich mich nicht nur mit der Geschichte der Kunst beschäftige, welche für mich auch wichtig ist, aber auch mit dem lebendigen Teil der Kunst. Und moderne Kunst ist die lebendigste Kunst, welche wir in diesem Moment haben. Living art that we can get right now. Die Ausstellung findet noch bis zum 24. November in den 2 neu eingerichteten Räumen des Sprengel-Museums statt und lädt alle Interessierten ein, sich die Werke von Rentmeister anzusehen. Heute ist Weltkindertag. Er soll auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und speziell auf die Kinderrechte aufmerksam machen. Den Weltkindertag gibt es in über 145 Staaten. In vielen Ländern wird der Tag am 1. Juni gefeiert, in Deutschland zusätzlich auch am 20. September. Der Weltkindertag soll auf die besonderen Rechte von Kindern aufmerksam machen. Als junge Menschen haben sie nämlich durchaus andere Wünsche und Bedürfnisse als erwachsene Menschen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, kurz UNICEF, hat die besonderen Kinderrechte in 10 Punkten zusammengefasst. Darunter fallen zum Beispiel das Recht auf Bildung, also das Recht zur Schule zu gehen und zu lernen. Das Recht auf Gleichbehandlung, das heißt nicht aufgrund von Hautfarbe oder Herkunft benachteiligt zu werden. Und auch ein Recht auf Freizeit und Erholung, das verhindern soll, dass Kinder von klein auf arbeiten müssen. Der Kindertag wird auf der ganzen Welt gefeiert. Es gibt ihn in mehr als 145 Ländern. Nicht immer am gleichen Datum allerdings, meistens jedoch am 1. Juni. In Deutschland wird der Kindertag sogar 2-mal gefeiert, am 1. Juni und am 20. September. Das kommt daher, dass der Weltkindertag im Juni in der ehemaligen DDR bereits seit 1950 gefeiert wurde. Die Westdeutsche Bundesrepublik sich später aber für den 20. September entschied. Heute stehen beide Termine für das gleiche Anliegen. Besonders ist in Deutschland außerdem, dass der Kindertag am 20. September für einige sogar ein arbeitsfreier Feiertag ist, wenn auch nur in Thüringen. Am Kindertag werden in vielen deutschen Städten Kinderfeste gefeiert, das größte in der Regel in Berlin. Der Kindertag ist immer auch politisch und wird von Kinderschutzorganisationen genutzt, um Forderungen für Kinder an die Politik zu stellen. Jeder kennt es im Supermarkt. Laute Musikbeschallung, Anpreisung von Artikeln über die Lautsprecher, das Piepen der Kassen beim Einscannen der Barcodes. Aber es gibt auch Menschen, bei denen dieser Geräuschpegel Stress verursacht. Deshalb gehen jetzt immer mehr Supermärkte dazu über, sogenannte stille Stunden anzubieten. Wie ein Edeka-Markt in Neustadt am Rübenberge. Walter Berking weiß mehr. Hektik und Lärm beim Einkaufen, wir kennen es nicht anders. Was ist aber mit Menschen, die unter dieser Reizüberflutung leiden? Die Arbeitsgruppe zum Aktionsplan Inklusion der Stadt Neustadt am Rübenberge will gegensteuern. Sie versucht, die bereits in anderen Städten etablierte stille Stunde auch in Neustadt einzurichten. Rebecca Pawlowski erklärt die Absicht, die hinter der stillen Stunde steht. Reizüberflutung betrifft viele Menschen. Insbesondere kann man halt nennen Menschen mit Autismus, Senioren, Seniorinnen, Demenzerkrankte, auch eine vergessene Gruppe, die da genannt werden sollte, die auf jeden Fall Reize en masse haben, um nur ein paar zu nennen. Also offen ist diese stille Stunde für alle, die reizarm einkaufen wollen und es als angenehm empfinden. Mit dem Edeka-Center Hanekamp war auch schnell ein Partner gefunden.
Nur kleine, aber zahlreiche Handgriffe sind nötig, um die beabsichtigte Veränderung zu erreichen, wie Marktleiter Alexander Dutt erläutert. Unter anderem machen wir ein Drittel der ganzen Beleuchtung aus. Dementsprechend machen wir auch die Musik einmal komplett aus. Wir versuchen, die Durchsagen auf das Minimum zu reduzieren. Klar ist das nicht immer möglich, aber wir versuchen unser Bestes. Unter anderem auch die Öfen. Die Klingeln quasi, wenn der Backvorgang durch ist, werden wir minimieren bzw. komplett ausschalten. Das haben wir auch dementsprechend auch schon fertig. Die Lautstärke an den Kassen. Man hört ja dementsprechend das Piepen durch das Kassieren. Hört man dementsprechend und das wird auch auf jeden Fall auch reduziert. Und dann ist es soweit. Mittwoch 14 Uhr, Premiere. Sehr geehrte Kunden, in wenigen Augenblicken beginnt unsere stille Stunde. Das Licht wird ausgeschaltet. Der Kassenscanner wird lautlos gestellt. Plötzlich ist der Markt ganz ruhig. Einkaufen ohne Hektik. Keine Beschallung, keine Durchsagen. Die Kassen piepen nicht mehr. Und die Kundschaft ist durchweg begeistert, wie uns diese Kundin bestätigt. Ich fand es sehr angenehm. Mir ist es auch sofort aufgefallen, als ich reinkam, irgendwas ist hier heute anders. Weil ich bin eigentlich montags und freitags immer hier und es fällt direkt auf. Und ich fand es sehr entspannt, weil man nicht permanent beschallt wird. Und was ist mit den Menschen, denen das Leben erleichtert werden soll? Wir treffen Maria, eine Mutter, die uns ihre Eindrücke schildert. Also sehr ruhig und angenehm, muss ich sagen. Also auch für einen selber. Und gerade auch, wo habe ich einen autistischen Jungen, der natürlich durch diese ganzen Reizeinwirkungen da heute nicht so abgelenkt wird. Das fand ich halt sehr gut, auch für einen selber. Also mir hat das sehr schön gefallen, weil wir hatten schon mehrmals das Problem, dass er alleine einkaufen war, war mit seiner Schwester noch als Begleitung und dann wirklich durch die ganzen Reizeinflutungen dann im Laden stand und geweint hatte und nicht mehr wusste, was will er jetzt überhaupt. Ja, und das ist halt heute ein bisschen gedämpft da dann dadurch. Also da hoffen wir, dass wir ihn auch mal, er ist ja nur 12 Jahre alt, dass wir ihn dann auch mal alleine schicken können, weil andere 12-Jährige können das ja. Und wenn das nicht ist, hoffen wir, dass es dann auch mal geht, dass er mittwochs mal alleine einkaufen kann. Die Aussicht besteht, wie der Inhaber des Edeka-Centers verspricht. Wir werden es mindestens bis Ende Januar machen, aber nach dem heutigen Tag würde ich sagen, könnte ich mir auch eine dauerhafte Lösung dafür vorstellen. Immer der Mittwoch von 14 bis 16 Uhr. Und das dürfte eine erfolgreiche Sache werden. Alle von uns Befragten finden das Experiment positiv. Und kommen wir jetzt noch zu unserem Veranstaltungstipp. Die Sommerlounge auf dem Andreas-Hermes-Platz neigt sich dem Ende entgegen. Für die etwas Jüngeren unter uns, nur noch bis zum 30.09. können Kinder und Jugendliche jeden Montag von 16 bis 17 Uhr das Bilderbuchkino besuchen. Für alle Weiteren, am kommenden Montag gibt es zudem die Möglichkeit, gerahmt von Musik und einem Kräuterpicknick ins Gespräch zu kommen. Dabei werden Ergebnisse und Effekte der Sommerlounge reflektiert und es wird einen Ausblick auf die weitere Planung des Platzes geben. Der Eintritt ist kostenlos. Und das war schon wieder mit 0511. Wir sind am Montag um 18.45 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.